Nanu, Daniela Michalski soll Gavin Rossdales babysitten. Vom Model zur Nanny? Für Daniela Michalski klappt es Anfang des Jahres mit Christian Tews nicht. Jetzt hat sie ihr Herz endlich verschenkt, nämlich an den Ex. Und ihr neuer alter Freund ist kein Unbekannter. Sascha Putnam ist Tour-Keyboarder der Band Bush. Und das bringt Daniela in höchste Hollywood-Kreise. Sie ist ja Teil von der Band Bush mit Gavin Rossdale. Genau, deswegen telefoniere ich hin und wieder auch mit Gavin. Jetzt so, hey Gavin, how you doing, Gwen? How are the kids doing? They're like, oh, we're great. Come on, we need a nanny. I'm like, I'm not gonna be a nanny, you know? Daniela als Nanny für Gwen Stefanis und Gavin Rossdales Kids also. Ja, hier ist jemand mächtig stolz drauf, echte Hollywood-Luft schnuppern zu dürfen. Das Liebes-Comeback mit Sascha kommt da ganz gelegen. Ich hatte über eine gute Freundin, die ist Regisseurin in London, die Fatima. Die hat uns auch das erste Mal zusammengebracht. Wahnsinn. Sie hat gemeint, oh, Sascha's here, you wanna Skype? I'm like, oh, let me say hi to Sascha. Und dann, ja, haben irgendwie so geskypt und so, hi Sascha. Es war irgendwie so wie früher, also da ist irgendwie ein Funke übergesprungen. Ja, und dann sind wir halt ein bisschen ausgegangen, haben uns gut verstanden und ja, es hat geknistert und dann brennt die Flamme wieder aufs Neue jetzt. Alte Liebe rostet nicht. Warum es damals nicht geklappt hat mit der Beziehung, weiß Daniela aber ganz genau. Ende der 90er im Modelgeschäft war ich so ungefähr wie Cara Delevingne heute. Also ich mache, was ich will, wann ich will, wo ich will und mit wem ich will und alles ist mir egal. Ne? So ein bisschen rebellisch und ich war damals einfach noch nicht bereit. Ich war einfach jung, ich hatte so viel Erfolg und so viel Spaß und ich konnte keine ernste Beziehung richtig oder ich wollte sie nicht. Also ich habe so ein bisschen sein Herz gebrochen damals. Ich glaube, er hat mir mittlerweile vergeben. Jetzt können die beiden Gavins und Gwens Kinder sitten. Und vielleicht ja auch bald die eigenen.